Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge und einem kleinen Silvester-Spezial auf dieser Karte Elm Creek im Landschaftssimulator 22. Wir werden heute uns ein bisschen die Tage mal vorspulen und schauen, ob wir wie viel Geld wir bekommen, wie viel wir dann zu machen haben bei den Tieren. Durch den Vorspulen ist es ja so ein bisschen verbrauchter und ja, schauen, was wir weitermachen. Dann habe ich ein bisschen das Straßennetz verändert, bearbeitet. Schauen wir uns aber alles an. Dann wollen wir erstmal vorspulen und mal schauen, wie viel Subventionen wir bekommen, damit wir auch wieder finanziell besser dastehen. Den Truck, den ich in der letzten Folge gekauft habe, habe ich wieder verkauft. Der kam mit Autodrive gar nicht klar. Wir machen auf jeden Fall einen kleinen Gewinn. Spulen wir mal so 3-4 Tage vor. Schnee, okay. Im Februar fällt Schnee. Naja. Zwei Tage. Schauen wir schon mal nach die Tiere, ob da noch alles in Ordnung ist. Futter haben sie, Wasser haben sie. Bei den Produktionen mal reinschauen, da ist auch noch alles in Ordnung. Und weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt eure Weihnachtsfeiertage entspannt überlebt und konntet etwas euch schon wieder erholen. Mir war es sehr ruhig. Ja. Was neu ist, jetzt sind wir ja schon im März, das Hot HQ Team, das Team von Mario Hirschfeld, hat einen weiteren LKW umgearbeitet. Gut, jetzt können wir schon ein bisschen Futter einfügen und können uns überlegen, ob wir nicht eventuell zuerst schon die Mischration da rein schmeißen. Er hat den Mac Superliner bearbeitet und auch zum Download bereitgestellt. Ich habe ihn auch runtergeladen schon. Mir aber noch nicht angeschaut, so wie andere LKWs ich auch noch nicht angeschaut habe. Ich habe insgesamt 3 neue LKWs drin. Aber dazu später mehr. Genauso wie ich sagen muss, eigentlich war ich ja doof gewesen. Ich hätte ja die Tage nutzen können, wo relativ wenig los war, um Silageballen zum Beispiel zu produzieren, um dort auch noch eine gewisse Geldeinnahmequelle zu haben. So. Dann wollen wir mal den Futtermischwagen anhängen und ein paar Ballen reinschmeißen. Mischwagen anschalten. Ich glaube, hiervon war einer. Ah, der ist ein bisschen sehr groß. Aber wir haben es hinbekommen.
Zur Not legen wir uns noch ein Bein hier vor den LK, vor den Anhänger, um eine Trittstufe zu haben. Silage und erstmal einmal Gras. So, mal gucken, wie es aussieht. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen. Ein Silagebein könnten wir, glaube ich, noch reinhauen. Wir müssen ja bei allen im grünen Bereich sein, um TMR zu machen. Mischfutter. 221 8000. Die haben 5000 und die sind 9000, okay. Dieses TMR ist ja dann im Prinzip der. Ah, er ist voll. Mistverfluchter. So kriege ich auf jeden Fall nicht die TMR hin. Ich schaue mal aber trotzdem, ob wir irgendwas schon abladen können. Er lädt auf jeden Fall alles ab. So, mal schauen. Er hat wieder Heu geladen. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall im frühen Bereich. Beim nächsten Mal können wir dann noch Mineralfutter reinmachen. Und haben dann die TMR. Schon mal nicht schlecht. Steht noch der andere Traktor. Das ist ja die engere Hofeinfahrt an der Seite, wo auch nur die Traktoren durchfahren sollten eigentlich. Ja, wie gesagt, den LKW aus der letzten Folge, den habe ich wieder verkauft. Habe dafür eigentlich den hier gekauft. Den Daycap vom Anthem. Den ich auch mit den Super B Anhängern fahren lassen habe. Habe dann auch schon die Parkflächen hier alle eingefahren.
und die Strecken alle abgefahren, ob die mit diesen Anhänger gespannt fahrbar sind. Hier um der Ecke, also wenn wir aus Richtung Feld kommen, im Prinzip ist ja nur eine Einbahnstraße, so habe ich sie angelegt, ist die Ecke hier zum Silo sehr, sehr eng. Fast nicht machbar. Entschuldigung. Aber es geht noch. So. Stellen wir den mal hier hin. Und schauen mal im Shop uns die neuen LKWs an. Genau, den Kenworth. Ist ein neuer. Dort kann man schön die Motorhaube öffnen. Und der Motor soll auch komplett detailliert sein. Okay. Ja, doch, könnte mir gefallen. Geht es auch mit vorne und hinten Kennzeichen? Sehr schön. Aktuell gibt es ja noch bei die ganzen LKWs zum Teil das Problem, dass die Inneneinrichtung nicht detailliert ist. ...600 bis 640 PS für so einen schweren Truck ist schon grenzwertig. Aber für 52.000 oder was der jetzt war? Ja, 53.000 sagen wir mal. Ein Schnepperken 60, ja, geht auch noch. 61.000, es geht. So, und dann sind hier der, muss ich mal schauen, welcher das war. Der hier, der Peterbilt 379 Dump Truck. Genau. Was ich hier aber schon mitbekomme, es gibt ganz schöne Frame-Einbrüche. Mal schauen. Okay. Aber schön, dass verschiedene Leuchtmittel dabei sind. So kann man sich schon den Truck so bauen, wie man möchte. Und sogar in Pink. Würde meine Frau ja total drauf abfahren. Heavy. Und da ist der Originale. Ist vielleicht gar nicht mal so eine falsche Alternative für die Kurzstreckenfahrzeuge bzw. für die Silagefahrzeuge dann, wenn er dann auch noch ordentlich fährt, wäre das eine echte Alternative, die man nutzen könnte. Da bin ich ja immer dabei bei dieser
Leuchtstangen an der Seite. Sieht einfach nur genial aus. In der Regel. Gerade ein bisschen verrutscht, wir waren erst noch beim Visor, der Sonnenblende. Stock. Antennen. Sind die Antennen eingefärbt? Sieht so aus, ja. Ja. Klar, in so einem LKW 1 Million Liter an Getreide, alles klar. Gut, wer es nicht real mag, soll es machen. Aber mit 70.000 ist er schon gut aufgestellt eigentlich. Tech-Achse on-off, dass die, die Hebelachse automatisch hoch und runter fährt, okay. 12.000 PS braucht man bei 1 Million Liter definitiv. Naja. Und das nur für 3.000, ja. Okay, dann wollen wir mal gucken. Der ist zu. Nee, da fehlt mir noch so ein bisschen Metal Flake. Sieht nicht schlecht aus. Safety Orange, okay. Ja, doch. Das mal nehmen. Designfarbe nehmen wir jetzt mal, einfach mal ausprobieren. Stain. Tarp. Dunkel. Snowboards Color. Ich mach die mal aus Pink, damit man die sieht. Hier oben bei Bad Axel war ja Snow. Ah, hier. Hm. Okay. Gut. Aber bei uns kommt jetzt kein Schnee mehr. Ja, doch. Mit die richtigen Lichter jetzt dran. Ne? Könnte es echt gut aussehen. Zum Beispiel dezent. Das für nur 8.320 Euro. Hey, shit happens. Wir hätten aber definitiv einen Truck, der aussehen würde. No bed, new bed. Was haben wir? Half round box. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir für die Lichter auch die half round box finden. Hier. Sehen die doch gar nicht mal so falsch aus.
Ich bin echt am Überlegen, ob wir uns den anzulegen. Eigentlich wäre der in der Version schon gar nicht mal so schlecht. Motormäßig. Bei 600 PS. Wären wir bei 10.000. Hier machen wir mal auch. Rot. Stock Red. Red. Spring Red wäre eigentlich so. So, den holen wir uns jetzt und dann haben wir aber auch genug LKWs. Der ist eigentlich auch kein Fall schlechter. Aber hier passiert noch nicht wirklich was, wenn man die Option umändert. Von daher ist er bei mir eigentlich außen raus. Hier ist die Version von Mario Hirschfeld, die ich meinte. Gibt es ganz normal mit dem Mac Bulldog vorne drauf. Oder die Standard Designs. Mit dem Lego an mit dem Logo an der Tür, auch in aller möglichen Farben. Hinten auf den Tank ein Logo geht auch. Und jetzt kommt das Geile: Man kann die Kühlerfigur wechseln. Für alle, die mitgemacht haben. Ist was dabei und auch von der Motorisierung gibt es die Hirschfeld Tuning. Bei den LKWs muss ich immer noch dazu sagen, sehe ich es ein, dass also bei den Sattelschleppern besser gesagt, weil wenn die dann die Super B Anhänger ziehen sollen, brauchen sie schon Leistung, muss man echt sagen dazu. Ansonsten kommen die nicht vom Fleck. Dann gibt es hier vorne ja noch den Peterbilt, den ganz normalen Decke. Ist im Prinzip das gleiche wie der Dump Truck. Auch komplett modifizierbar als Schwerlastzugmaschine oder wie auch immer. Da ist keine Windschutzscheibe offen. Oder halt Single. Auch mit die Frontleuchten zu modifizieren. Und Bumper-Modifikationen natürlich. Hinten. Toolbox. Ah, das hat noch nicht funktioniert, genau. Deswegen hatte ich ihn auch noch nicht mit reingenommen. Aber die Farben waren jetzt auch noch nicht so berauschend. Aber ja, vom Preis her war der jetzt auch noch nicht so ansprechend, dass ich gesagt habe, hätte, den könnte man nehmen. So, wie sieht es hier bei Produktion aus mit Wasser? Okay, da fehlt mal wieder die Symbolik, aber alles kein Thema. Irgendwie schwebt der über dem Boden oder täuscht das? So, dann wollen wir doch mal schauen, wie der zum Shop fährt. Zum Hof, Entschuldigung. Ich
Staub. Da ist die Linie. Gut, man sitzt ein bisschen tief. Es ist alles animiert. Er rast auch ein wenig. Das ist aber, weil ich ihn noch nicht runtergesetzt habe von der Geschwindigkeit. Die LKW sollen ja bei mir nur 70 fahren. Anstatt 170. Er kommt durch ein Tor, das ist schon mal sehr gut. Und 60 auf dem Feld. Mache ich noch einen Test, Hofsilo. Hofsilo, hä? Hallo? Ich konnte keinen Weg finden zum Hofsilo, bist du bescheuert? Jetzt erstmal natürlich rausfahren. Sieht so aus, als ob die eine Lampe die Textur fehlt. Gut, über Kleinigkeiten guckt man noch hinweg, wenn es wirklich nur das Einzige ist. Aber man muss sagen, eigentlich ein Schnäppchen dafür, dass der aktuell zumindest sehr gut funktioniert. Muss ich wirklich zugeben. Die ganzen Kreuzungen habe ich auch nochmal alle überarbeitet, damit hier ein wunderbar fließender Verkehr entstehen kann. Während er fährt, schauen wir mal nochmal ins in die Karte. Schauen uns den Wachstum an. Sehr schön. Läuft. Muss gewalzt werden, alles klar. Schwachsinn. Aber gut. So. Jetzt müsst ihr abbiegen. Da fehlt mir eigentlich hinten so ein bisschen die Beleuchtung. Auf jeden Fall blinkt er ordentlich. Sieht man das von drinnen? Leider nicht. Doch. Ich kann es nur anhand der Tachoanzeige sehen. Schade. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er hier um die Ecke kommt. Wenn er das schafft, dann ist das echt eine Alternative. Sehr schön. So, jetzt versuchen wir mal noch was. Dazu nutze ich mal gerade schnell das
Die Konsole? Ist zwar eigentlich nicht meine Art und Weise, aber zum Testen immer mal wieder gern genommen. Unit 3 ist das. Okay. So. Jetzt hat er 70.000 Liter Weizen drin. Da ist voll. Sagen wir mal abladen. Am Hofsilo. Fahren ihn ein Stück nach vorne. Und schauen uns das dann einfach mal an. Wie er ablädt. Und ob überhaupt. Es ist schon mal sehr gut, dass er um die Kurve an den Silotanks kommt. Weil das war mit den Double Trailern ein Kraus gewesen, darum zu kommen, so mal sieht ganz schön. Also der zweite Anhänger von den beiden hat ziemlich Hang an den Silos. So. Hier rumfahren müsste ich eigentlich auch dahin kommen. Kommen wir halt nur von der anderen Seite. So, mal schauen. Genau. Schon haben wir aus 3 Minuten nur noch eine gemacht. Hier wächst ja unser Weizen drauf auf dem Feld. Genauso wie dort. Das wird nochmal eine spannende Sache, wenn wir dann, ich denke mal, übernächste Folge wird das werden, Weizen abbauen können. Können wir endlich so richtig durchstarten mit der Farmarbeit. Das wird was ganz, ganz Tolles werden. Er kommt aber wirklich. Er macht es langsam, aber... Na? Ja, er hat irgendwo ein Problem. Unbeladen ist er ja reingekommen. Aber beladen schafft er es alleine zumindest nicht. Hier scheint irgendwie eine Anhöhe zu sein. Muss ich mir noch mal im Terrain angucken. Deswegen mache ich ja die ganzen Tests, damit wirklich es zu keinen Schwierigkeiten kommt. So. Und abkippen. Wie wär's mal mit abkippen, mein Freund? Okay, du willst dich abkippen.
Okay. Irgendwo hat der hier echt Probleme. An der Ecke. Ich komme einfach nicht darauf. Schade. Das wäre echt mies, wenn es jetzt daran hängen sollte. Einfach daraus bedingt, dass der halt echt super Eindruck gemacht hat. Aber ja, er hängt. Er hängt irgendwo in der Luft. Hinten. Scheint er irgendwie Schwierigkeiten zu haben. Ah, schade, schade, schade. Ich kann ihn nicht mal zurücksetzen. Doch, hier. Ich bin da zurückgesetzt. Ist der noch vollgeladen? Nein. Wir lassen ihn erstmal da stehen. Und gehen nochmal zurück. Ich meine mal hier die Ecke können wir bearbeiten. Da war ja wirklich auch was zu sehen. Ich land. Bauen. Landschaftsbau. Angleichen. Gucken. Ja doch, das sieht schon besser aus. Ich mache das auch mal hier. Einmal hier eigentlich nichts zu sehen war. Aber ein bisschen was angeglichen hat er, ja. Geld ist ein bisschen runtergegangen. So. Wollen wir nochmal schauen. Jetzt fahren wir ihn alleine. Das ist der. So. Wir hatten ja die Schwierigkeit. Oh, ein Error. Okay. Ja, mal gucken. So. Stell ihn jetzt mal am Kuhhof hin. Lassen ihn selbstständig da reinfahren. Hier macht er ja überall, auch selbst hier, wo die, wo es ja wirklich auch Ecken und Kanten gibt und Hügel, da fährt er ja drüber, ohne dass Probleme sind. Deswegen verstehe ich es nicht, dass er das hier hinten an Hofsilo, beziehungsweise am Silobehälter, nicht macht. Dass er da so rumbockt. So. Na, mal schauen.
kann natürlich sein, dass diese imaginäre dritte Achse, Liftachse, die ja eigentlich da ist, aber jetzt macht das. Jetzt fährt er hin. Nur mal schauen, ob er auch ablädt. Nee, er findet den Trigger nicht. Schade. Aber... na gut. Da wird er nicht weit genug rüber gewesen sein. Halber LKW und der Trigger ist weg. Gut, aber jetzt macht das ja. Gucken, ob irgendeine Animation kommt. Noch lädt er ja nicht aus. Jetzt lädt er aus. Okay. Gut, hier für die Silage Bunker. Wenn ich mir jetzt überlege, die fahren hier rum. Ha, der hat genug Platz zum Vorfahren. Wird ja dann auch mit Autodrive passieren alles. Und um rückwärts reinzufahren. Hier war gerade eine Kuhle. Okay. Funktioniert alles. Das funktioniert. Sehr schön. Super. Wollen wir mal nochmal einen Tag vorspulen? Den stellen wir erstmal hier ins die Halle rein. Trocken steht. Wer weiß, warum der so günstig war. So, nochmal schlafen. Ich sage schon mal, während er hier schläft, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, abonniert doch gerne einmal. Und vergesst die Glocke nicht. Ich bedanke mich. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schönen Silvestertag noch. Je nachdem, wann ihr mich geschaut haben solltet. Oder Happy New Year. Bis die Tage. Ich bin raus und ciao.